Yo, da bin ich auch schon wieder. Keine Zeit vergangen, wir machen weiter. Mit Final Fantasy 9, mit Vivi. Machen wir uns auf die Socken. Na, guck mal, hier sind Blank und so. Wie biege ich das jetzt nur hin, dass Ruby nicht wieder ihre Wut an mir auslässt, meine ich. Ja? Meine kleine Miezekatze ist schon wieder irgendwo hier durchgebrannt. Da oben ist sie doch, oder? Die zermartere mir schon seit Tagen das Hirn, was wir auf der Festlichkeit nach der Königszeremonie am besten servieren. Ach, wo ist denn nur dieser geniale Chefkoch hin, der damals am Prinzessin Garnets Geburtstag hier war? Wo müssen wir denn hin? Mogrimilian hat uns von weit her einen Brief überbracht. Lass ihn uns zusammen lesen. Auch wir Mogris achten auf unsere Schönheit, Kupo. Deswegen benutzen wir es auch nur ganz selten. Es ist ja auch wirklich eine Rarität, Kupo. Mein Vorbild ist Mogalisa, Kupo. Ein Brief von der schönsten Morissa, Kupo. Und das hat... Und sie hat mir geschrieben. Ich hätte so gerne einen Brief. Nichts. Ich bin Mogrimilian, Leiter des Mognets. Warum denn nicht alle Briefe angekommen? Fragst du das? Das kann ich dir nicht sagen, Kupo. Ui. Elixier für 770 Gil. Ich wollte nochmal was testen. Aber ich glaube, das geht jetzt noch nicht. Daran, oder? Doch. Flun-Hippos wertvolle Flunderdrachenkarte. Goblin-Karte, Isgrim-Karte, Shiva-Karte, Ramu-Karte. Oh mein Gott. Ja, wie cool ist das denn? Cool. Dann können wir uns doch direkt mal zusammen angucken. Oh, der gute Ramu. Shiva. Gute Kaktor. Und der Flunderdrache. Davon haben wir aber ein paar schon. Aber Ramu und Shiva. Immer wieder gerne. Hey, Vivi. Ich würde dich da gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Gefallen? Ja, genau. Wir wären sehr froh, wenn du dir mit uns zusammen Rubys Theaterstück anschauen würdest. Okay, das ist ein echt feiner Zug von dir. Also dann geh schon mal vor. Einfach die Treppe hinter mir runter. Such dir schon mal einen guten Platz. Blank. Irgendwie können Blank und Ruby wohl nicht so gut miteinander aus. Stimme ist fast weg. Blank? Du weißt doch, dass ich nicht gern warn du. Tust du mir mal bitte veran tun, wie lange du hier denkst, mich noch warten zu lassen? Hey? Wer bist du denn? Siehst ja irgendwie juxig aus. Das ist der Vivi-Zerfix. Was denn, Zina? Ist das ein Freund von dir? Hallo Onkel Zina, der nennt alle Onkel. Ich bin Chor aller Onkel Zerfix. Ich bin ja schöner Junggesell Zerfix. Haha, ein echt spaßiger Jung. Stoppe du, gefällt's mir. Willst das Stück anschauen? Ja, gerne. Nicht nur spaßig, sondern auch nur lieb. Du gefällt's mir wirklich kleiner. Et jet jählich los, also setz dich schon mal irgendwo hin. Scheint ja bester Laune zu sein. Wirklich clever von dir, Vivi mitzubringen. Ihr Ärger auf dich hat sie wohl schon vergessen und so. Habt ihr Alte halt voll im Griff. Blank, Noah, hab ich mit dir noch ein Hühnchen zur Ruppe. Blank, ich hoffe, du hast deinen Frieden gemacht und so. Steiner? Ja, was wünscht ihr? Also,
Ich würde gerne Zidane treffen und mit ihm sprechen. Prinzessin, im Moment ist dafür wohl nicht der geeignete Zeitpunkt. Außerdem lebt ihr und er jetzt nicht mehr in derselben Welt. Nanu, Nanu, was vernehme ich da für eine laute Stimme? Ist denn etwas vorgefallen? So, Prinzessin, ich denke, es ist so langsam an der Zeit, euch für die Zeremonie umzuziehen. Generälin Beatrix, wäret ihr wohl so gut, die Prinzessin, der Prinzessin ein wenig zur Hand zu gehen? Sehr wohl. Ach ja, da ist ja noch etwas, das ich auf keinen Fall vergessen darf, euch zu überreichen, Prinzessin Garnett. Opal erhalten. Topas erhalten. Oh, jetzt geht's aber los. Dies sind die Steine, die die Kräfte in eurem Körper banden und versiegelten. Und die euch Königin Brain mit Gewalt entrissen hat. Aber nun ja, dies sind Ereignisse aus bereits vergangenen Tagen. Das jetzt und heute noch auszudiskutieren, ändert die Dinge auch nicht mehr. Hauptmann Steiner? Hoho, eure Loyalität scheint ja wirklich keine Grenzen zu kennen. Wie sehr möchtet ihr wohl auch der Prinzessin beim Umziehen zur Hand gehen? Wie, was, Ich bitte vielmals um Verzeihung. Erlaubt mir, mich zurückziehen zu dürfen. Und am Darkst. Noch mehr Story. So viel Story. Beatrix, ich würde so gern Zidane sehen. Meint ihr, das geht? Es ist gerade ein etwas delikater Zeitpunkt. Vielleicht könnt ihr euren Wunsch noch für eine Weile auch aus eurem Mund, also die gleichen Worte, Prinzessin Garnett. Verzeiht, ich stehe vielleicht nur etwas neben mir. Ach, die Aiko. Jetzt, wo Lily Königin wird, ist das für Aiko die Gelegenheit, das Herz von Zidane für sich zu gewinnen. Als erstes schreibe ich ihm einen ganz romantischen Liebesbrief. Diese Strategie versagt nie, habe ich gehört. Aber meine Worte müssen sich wie ein Pfeil in sein Herz bohren, sonst nützt es nichts. Ich hoffe nur, dass die Prinzessin dem Gewicht der Krone standhalten wird. Denn diese schweren Zeiten setzen das Volk natürlich seine ganze Hoffnung auf sie. Hey, dieser gescheit aussehende Onkel kommt mir aber gerade recht. Du, hör mal, du bist bestimmt ganz gescheit, oder? Oho, gescheit sehe ich also in deinen Augen aus. Ja, sogar ziemlich gescheit. Was lässt mich denn so gescheit aussehen, mein Kind? Man lernt über sich selbst ja nie aus, also verratet es mir bitte. Ja gut, also da wäre erstmal dieser dicht gescheit aussehende lassende Bart. Dann dieser dicht so gescheit aussehende lassende Hut. Und nicht zuletzt diese nicht so wahnsinnige, gescheit aussehende, lassende Nase. Wo man auch hinguckt, du siehst überall völlig gescheit aus. Ohoho, du bringst mich noch ganz in Verlegenheit. Sag mal, wo du doch so gescheit bist, bist du doch gut in Poesie, oder wie das heißt. Nun ja, es gibt zumindest Zeiten, in denen ich mir durch Schreiben meine Forschung finanziert habe. Und so manches Gedicht. Aiko will da so einen Brief verfassen, aber ich weiß nicht genau, was ich schreiben soll. Oho, ein Brief, sagst du? Wenn du mit meinem bescheidenen Können Vorlieb nehmen kannst, so soll es mir ein Vergnügen sein. Großartig, dann komm bitte mit, ja? Dieses Horn, das sie am Kopf hat. So ein Horn habe ich doch schon einmal. Es liegt schon sehr lange zurück. Und ich hatte es wohl bereits beinahe vergessen. Aber nichts hat mich je wieder so in Schrecken versetzt wie diese eine Sache damals. An dem Tag nach dem Sturm, da trieb ein kleines Boot in den Hafen. In ihm waren ein kleines Mädchen und eine Frau, wahrscheinlich dessen Mutter. Meine Stimme geht langsam richtig weg. Die Mutter war leider bereits verstorben, aber das Mädchen atmete noch schwach. Doch als ich das Gesicht des Mädchens sah, da konnte ich meinen Augen kaum trauen. Warum, das verstehe ich bis heute nicht, aber dieses Mädchen sah genauso aus wie Prinzessin Garnett, die kurz davor ums Leben gekommen war. Sie glich ihr wirklich wie ein Ei dem anderen. Als wäre das nicht schon verwunderlich genug, wuchs aus dem Kopf des Mädchens noch ein Horn. Ein Mensch mit einem Horn. Worum alles in der Welt mochte sie nur herstammen?
Doch der damalige König befahl dem Mädchen, das Horn abschneiden zu lassen. Sie schrie vor Schmerzen und weinte bitterlich. Der König und seine Frau Königin Brain setzten sie an die Stelle von Prinzessin Garnett und zogen sie groß, aber könnte es vielleicht sein, dass dieses Mädchen eben in einer Beziehung zur Prinzessin steht? Und wenn ja, in welcher? Hey, aufwachen! Also du musst Aiko jetzt ganz schnell sagen, was ich schreiben soll. Und entschuldig bitte, ich war gerade etwas in Gedanken versunken. Prinzessin Garnett, ihr seht wirklich hinreißend aus. Oh. Danke. Übrigens, Beatrix, da ist etwas, das ihr unbedingt wissen sollt. Worum geht es? Königin Wolowitz leibliche Tochter. Prinzessin Garnett. Verzeiht, aber darüber hat mich Professor Toto bereits vor kurzem aufgeklärt. Aber wisset, dass Loyalität eurer Hoheit gegenüber davon unangetastet bleibt. Nein, im Gegenteil, sogar von nun an bin ich noch mehr eurer untergebener Diener, eure Majestät. Beatrix, danke, danke, vielen, vielen Dank. Hurra! Wenn sie dann diese Zeilen liest, dann kann er gar nicht anders, als sich unsterblich in Aiko zu verlieben. Vielen Dank. Oho, ich freue mich, dass ich dir behilflich sein konnte. Ach, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Aiko. Ich komme aus einem Ort namens Madain Sari. Bis bald irgendwann. Mach's gut. Aus Madain Sari, ha? Madain Sari, das ist... ist das denn nicht das Dorf, aus dem der Legende nach das Volk der Esper stammen soll? Aber die akademische Welt einigte sich irgendwann darauf, dass an dieser Legende wohl nichts daran sei. Aber was, wenn doch etwas dran sein sollte? Nochmal zu dem Kupo gehen. Magnet. Ich hätte so gerne einen Brief, okay, dann nicht. Wird ja nicht umsonst hier ein Speicherpunkt sein. Vielleicht kommt ja irgendwie ein Bosskampf gleich. Was ich mir nicht vorstellen kann. Alles weiß ich auch nicht mehr vom Final Fantasy 9. Ich weiß, den Anfang wusste ich perfekt noch. Das Ende, was man alles farmen kann, weiß ich auch noch. Aber den mittleren Teil habe ich komplett vergessen. Aber nun denn. So, wie kommen wir jetzt hier nochmal raus aus diesem Dorf? Zidane ist nicht hier, sondern treibt sich irgendwo in der Stadt rum. Ja, wo geht's denn hier zur Stadt? Muss man hier lang? So, jetzt muss ich aber Zidane schnell den Brief übergeben, sonst... Aber wo steckt Zidane wohl gerade? Ah! Ich will runter. Hossa, alles klar bei dir? Du Trampel. Tut mir leid, Kleiner, aber du kamst so schnell um die Ecke geflitzt. Nur kann man da jetzt wohl nichts mehr machen, weil du hängst ja da nun doch ziemlich hoch. Findest du wohl auch noch komisch, du. Oh nein, mein Brief ist runtergefallen. Du sagst, du kannst Aiko nicht runterhelfen. Dann überbring doch wenigstens diesen Brief. Jemand namens Zidane, alles klar? Oho, ein Brief für Zidane, sagst du. Aber den überbringe ich doch mit dem größten Vergnügen. Jetzt hängt sie da. Und was wird jetzt aus mir? Eiskalter Kaffee. Na sowas, gar kein Boot für mich in der Warteschleife. Schlosspatrouille beendet, keine besonderen Vorkommnisse. Nanu. Da brate mir doch jemand einen Storch, das ist Jabark, der Anführer der Räuber. Mir war so, als hätte ich gerade meinen Namen gehört. Was denn, du bist das? Hauptmann, darf ich den Räuber vor euch festnehmen, darf ich? Nein, leider stehen wir ja in seiner Schuld. Überlasst das hier mir und patrouilliert weiter. Zu Befehl.
Aber hallo, ich staune. Solltest du etwa in letzter Zeit vernünftiger geworden sein? Nun krieg das vorhin bloß nicht in den falschen Hals. Du bist ein Räuber und das hier ist beileibe kein Ort, an dem man Gesindel wie dich duldet. Aha, so läuft der Hase hier also. Einer meiner Leute rettet mal schnell das ganze Land und das ist dann der Dank dafür. Aber du hast natürlich recht, Gesindel wie wir verdienen es gar nicht, auch nur dieselbe Luft zu atmen. Wie der werte Herr Ritter. Natürlich stehen wir tief in der Schuld von Zidane. Hat er doch nicht nur unser Land, sondern auch die Prinzessin beschützt. Aber Räuber ist und bleibt nun mal Räuber. Ich kann Leuten wie euch beim besten Willen nicht einfach so hier herumlungern lassen. Mein Dankeschön hätte eigentlich auch schon genügt. Aber egal, ich wollte hier sowieso keine Wurzeln schlagen. Übrigens, ich habe Zidane im Schloss nicht finden können. Du wüsstest nicht rein zufällig, ob der sich gerade hier irgendwo rumtreibt. Seit damals hat er keinen Fuß mehr in das Schloss gesetzt. Wie wäre es denn, wenn sein Chef sich daran mal ein Beispiel nehmen würde? Ja, ja, ist ja schon gut. Geh doch irgendwo... Boah, meine Stimme. Geht doch irgendwo Rotz, Schutz suchen, Mann. Diesem ungastlichen Ort sage ich also ab jetzt auf nimmer Wiedersehen. Na, wenn da mal nicht gerade mein Boot einläuft. Boah, diese Erkältung, die bringt mich noch um. Einmal Burgstadt ohne Rückfahrkarte, bitte. Beatrix! War mir doch klar, dass es niemand anderes als Steiner sein kann, der hier so einen Aufstand macht. Puh. Obwohl ich in diesen Tagen stark sein muss, stark für Königin Garnett, verspüre ich da einen mir bisher unbekannten Schmerz in meiner Brust. Was ist das nur? Das hat wohl Steiner fallen lassen. Was ist das? Wenn der leuchtende Mond die Sterne am Firmament anlächelt, dann warte ich am Bootssteg mit glühenden Herzen auf dich. Was ist das denn für ein Brief? Ist das etwa, ich meine, ist das vielleicht... ein Liebesbrief an mich von Steiner? Oh Mann, ey. Steiner? Oh Mann. Lilly! Ich hoffe, du hast es schön bequem und weich auf deinem Thron. Verdammt. Verdammt. Oh, Lilly, was soll ich denn bloß machen ohne dich? Ohne sie. Irgendwas ist mir beim Reden in den Mund gefallen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas war es. Vielleicht eine Fliege. Ihr Lächeln. Ihre Stimme. Ihre wunderschöne Stimme, die in meinen Ohren wie lieblicher Gesang klingt. Nur eine Strophe ihres herrlichen Gesangs und mein Herz blüht auf wie eine Lilie. Lilie. Verdammt. Dann lass es doch obblühen. Obblühe wie eine Lilie, Zidane. Genau, Sir Fix. Hier in diesem halbdunklen, völlig resignierten am Tisch zu kleben, das sieht dir aber gar nicht ähnlich. Meine Rede und so. Ach, hört doch auf. Ihr habt doch keine Ahnung, wie es in mir gerade aussieht. Wow. Lang nicht mal gesehen, was, Zidane? Aber warum hast du denn ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter, ist was? Hey, Chef, nimm mich wieder in die Tantalus-Bande auf, okay? Dann ziehen wir wieder alle zusammen los und klauen einen Schatz nach dem anderen, wie in den alten Zeiten. Ein Schatz nach dem anderen. Weißt du, Zidane, echte Schätze sind leider ziemlich rar in unserer Welt, aber... Aber hat man erstmal einen wirklichen besonderen Schatz gefunden, dann sollte man auch alles daran setzen, ihn sich zu holen. Entschuldigung. Das ist die Regel Nummer 1 hier bei Tantalus, aber wem sage ich das? Doch wer nicht daran halten kann, der hat bei uns leider nichts verloren. Was ich eigentlich sagen will... Da du im Moment nicht in der Lage bist, eine Taube zu fangen, nicht in der Lage bist, eine Lilie zu pflücken, hast du nicht das Zeug dazu, wieder bei Tantalus zu sein. So einfach ist das. Chef. Gut, Zidane, wollen wir nicht Lilly besuchen gehen? Ich krampf mich hier durch irgendwelche Metaphern und der Kleine hier nennt die Dinge einfach so beim Namen. Wie köstlich. Lass uns gehen, Zidane.
Na los. Ja, du hast recht. Dann wollen wir mal schnell ins Schloss und Lilly alles Gute wünschen, bevor sie Königin wird. Genau. Genau. So, erstmal anlegen. Dame. Oh, boah. Oh, die Runenklinge hätten wir nicht machen müssen, ey. Aber egal. Wer konnte es denn ahnen? Alles weiß ich auch nicht mehr. Engelschwinge, boah, plus 44 anlegen. Ah, ah, ah. Ich bin so glücklich. Das lässt mein Herz herschlagen. Lange keine Armreife mehr gefunden. Kraftgürtel. Boah. Topas, Ifrit, Shiva, Ramuka, Funke und Levitian. Oh. Und wen haben wir denn da? Den Atmos. Aber ich heiße ja Atmos. Also, Atmos. Der Atmos, der ist da. So. Glatt vergessen. Oh, jetzt habe ich doch glatt vergessen, sie dann diesen Brief zu übergeben. Oh. Haha, hab ihn sowieso irgendwo verloren. Ah, der alte Sack, ey. Dem ist auch alles egal. Ja, was haben wir denn hier so? Mal umgucken, vielleicht... Oh, egal, da war eh nichts mehr. Hier geht es zur Stadt raus. Kann man mit den... Oh, man kann tatsächlich mit den Zweien raus. Interessant. War ich schon mal so aus Alexandria raus? Nee, ich glaube nicht. Ah, krass. Okay, wieder betreten. Oder, warte mal. Ich würde sagen, das war's hier mit der Folge. Ich werde jetzt nicht trainieren. Ich werde jetzt abspeichern und dann starten wir die nächste Folge. Wir sind jetzt bei 22 Minuten. Lassen wir mal die Folgen ein bisschen kürzer, sonst haben wir die immer so lange. Jetzt habe ich das mal einen Überblick. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge vom Final Fantasy 9. Macht's gut und tschüss.